Umbringen ist erlaubt. Keine Sorge, Mord und Totschlag stehen auch in linksrheinischen Gefilden zu Recht unter strenger Strafandrohung. Aber umbringen, ist durchaus erlaubt. Zum Beispiel kann man nicht passende Kleidung umbringen. Man muss sie nicht unbedingt zurückgeben, umtauschen geht auch. Man konnte früher als Spazierengehen bei der ersten Liebesanbahnung noch eine verbreitete Tätigkeit war, seine angebetete Marie oder Ziska ebenfalls umbringen. Das heißt, nach dem Flanieren zurück nach Hause geleiten. Der Galan kündigte das mit den wohlmeinenden Worten an, wart, ich bringe dich noch um. Wörtlich, warte auf den Tod, Fragezeichen, ich bringe dich noch um. No hus. Ähnlich kann man Dinge auch umgehen oder umfahren, schreibt Herbert Werfer in seinem Buch Der rheinische Genitiv und seine Mitläufer. Lustiges und Deftiges aus dem Wesen und der Mundart des Rheinländers. Als es anfing zu regnen, sind wir wieder umgegangen. Oder an anderer Stelle, als das Dorftheater, Theater im Dorf, ausgefallen war, weil die Vorstellung wegen Erkrankung des Hauptdarstellers abgesagt wurde, sind wir wieder umgefahren. Wer eine komplette Ortschaft umfährt, benutzt im Hochdeutschen heutzutage eine Umgehung. Solche Straßen führen in der Umgebung am Dorf vorbei, was in der Regel schneller geht und deshalb auch keinen Umweg darstellt. Auf Platt heißt so ein Umgang keineswegs Umfahrt, Umfahrung, sondern seinerseits wieder aus dem Hochdeutschen rückentlehnt Umgehung. Das ist ein bisschen umständlich, aber immer umsichtig formuliert. Umjahn oder umsinn gilt in der Eifel andererseits für Verdorbenes. Lass die Finger von dem Kompott, das ist Oder auch der Jüpp ist keine Schuss Poller für mich wert, der ist Fragt die Frau den Gatten, der erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt und in den Seilen hängt. Na, Caro, bist du